diesem Bereich der Fünfachsbehaltung haben wir unseren Markt dann einfach wieder neu orientiert und haben geschaut, wer bietet daher wirklich das beste Produkt an. Und da sind wir eben zu Stark Hecker gekommen. Wenn wir jetzt kaufen, dann kaufen wir in die neueste Technologie, das heißt in eine Fünfachsbearbeitung mit einer MT-Funktion, um dort wirklich Fressteile, wenn nötig, auch gleichzeitig zu drehen. Warum leistet man sich so ein Produkt? Weil wir uns die Türen offen halten wollten, wenn wir morgen Bauteile bekommen, dass wir diese auch produzieren können. Wenn man eine hohe Fertigungstiefe hat, kann man die Qualität der Produkte natürlich selbst steuern. Ja? Durch diese Komplettbearbeitung, die wir in dieser Dimension nicht hatten, haben wir neue Möglichkeiten geschaffen und sind meiner Meinung nach hundertprozentig konkurrenzfähig damit. Mit der neuen Maschine fertigen wir Teile, die vorher in 7 Aufspannungen gemacht worden sind, werden jetzt in einer Aufspannung gefertigt. Bei der Konkurrenz wären es 3 Spannungen gewesen. Auch das war mitentscheidend zum Kauf der Maschine. Hochpräzise Komponenten für unsere Kunden herzustellen zu wirtschaftlichen Preisen. Und das sind Kundenforderungen, die man ganz einfach umsetzen muss, um hier effizient, schnell, präzise, mit hoher Qualität produzieren zu können. Das heißt, wir haben eine massive Einsparung der Kosten, wir haben eine Laufzeitreduktion, wir haben eine Genauigkeitserhöhung. Wir haben 4 zusätzliche Paletten gekauft. Das heißt, wir können auch hauptsächlich parallel rüsten. Sofern die Maschine läuft, kann auf diesen Rüststationen zusätzlich aufgerüstet werden. Das heißt, um das Lohnniveau abzufedern gegenüber unseren Mitbewerbern, ist es dann einfach notwendig, die besten Bearbeitungsmaschinen zu haben, um auch die beste und höchste Produktivität gewährleisten zu können. Wir haben zu 100% alles richtig gemacht. Für unsere Zukunft ist gesorgt. Ja. Und aus jetziger Sicht würden wir das Ganze wieder so machen und wir werden es auch wieder so machen.